So, liebe Leute, jetzt haben wir auch das vierte Rennen geschafft und jetzt ist uns eine Brücke ermöglicht worden. Es wurde eine Brücke geschaffen in unserem Foyer, die zuvor eine Wand war und die wir nun beschreiten können. Weil jetzt haben wir die Möglichkeit, gegen Sam Sinister zu fahren, dem Boss dieser Welt. Und beim ersten Mal hatte ich ziemliche Probleme, Mahlzeit gegen ihn zu gewinnen. Aber den kriegen wir jetzt auch hin. Das schaffen wir. Wenn die Ladezeiten etwas kürzer wären, würde alles schon viel besser aussehen. Ja, draußen scheint noch die Sonne. Wir haben etwa 5 Uhr. Wir haben 16 Uhr 58, jetzt 59, weil der Sekundenzähler umgesprungen ist. Ja, wunderbar, wunderbärtig. Und wir könnten in der Zeit wieder etwas von dem tollen Met trinken. Der muss irgendwann auch weg, der ist zwar schon so gut wie leer, aber noch nicht ganz leer. Ah, schmeckt super. Was haltet ihr von Met? Habt ihr schon mal Met getrunken? Oder seid ihr eher so Personen, die sagen, nee, ich bleib da bei dem Otto Normalbier, was weiß ich, Pilz, Alt, Kölsch oder was ihr trinkt? Oder wisst ihr gar nicht mal, was Met ist? Dann kann ich es euch eben mal erklären, weil Met ist ein Honigwein. Und normalerweise ist Honigwein, also Met, einfach nur Honig. Und ich unterbreche mal eben meine Erklärung. Diese Hammerteufel hast du schlagen können, aber mich wirst du nicht so leicht kriegen. Ausrufezeichen. Und los geht's. Der sieht aus wie ein Bruder. Ein Fratzen... Hier, Fratzenfetter. Keine Ahnung. Aber da wir 4 Leistungsupgrades haben, sollte das für uns, hoffe, denke ich mal, kein Problem werden. Aber das werden wir vielleicht noch früh genug erfahren. Also, um es nochmal zu erklären. Kann ich das so machen? Tatsächlich kann ich das nicht... Nein, weil oben ist ein Checkpoint. So ein Blödsinn aber auch. Ja, okay. So, nochmal. Honigwein wird, also Met, wird nur aus Honig hergestellt. Und normalerweise sind da keine anderen Sachen bei, wie bei dem, was ich gerade auch trinke, wie Bananenaroma oder Melonen, Kiwi-Aroma, Kirsch, Apfel, Erdbeer oder Orange oder... Es gibt so viele Arten. Es gibt auch mit Chili, es gibt mit Pfeffer. Also eigentlich ist für jeden etwas dabei. Leider, muss ich in einer gewissen Hinsicht auch sagen. Weil es gibt leider auch den sogenannten Lakritz-Met. Das ist pures Lakritz-Aroma. Das ist, finde ich, fast schon eine Vergewaltigung des Mets. Das ist nicht mehr schön. Es ist nicht mehr lecker, das schmeckt auch gar nicht mehr nach dem Honig, sondern, wow, das schmeckt viel, 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 viel mehr einfach nach Lakritze, ekelhafte Lakritze. Und wenn ich Lakritze essen oder trinken will, wenn ich sie essen will, dann fresse ich mir so entweder ein paar Salos-Teile oder Haribo macht Kinder froh, diese Lakritz-Schlangen, Schnecken, nee, nicht Schlangen. Oder wenn ich sie trinken will, keine Ahnung, dann lege ich die, was weiß ich, in irgendetwas ein oder löse Lakritze auf. Genau, dann zum Beispiel verbrenne ich einfach die Lakritze. Und dann wird daraus ja auch so eine Lakritz-Soße, sag ich mal. Und dann geht das auch. Dafür brauche ich keinen Lakritz-Met, wo nur Lakritz-Aroma drin ist. Naja, aber way... Wir driften geil. Ein Rhinoceros. Nee. Hä? Quatsch. Was sag ich denn?
Nix Rhinoceros. Wie heißt denn der Saurier nochmal? Jetzt habe ich das echt vergessen. Mann! Stegosaurus haben wir hier. T-Rex haben wir auch. Wenn das ein T-Rex sein soll. Oh Mann. Als Kind kennt man die ganzen Teile noch. Also die ganzen Namen für die Dinosaurier, aber dann irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich davon entfernt. Und dann denkt man sich, ach du Scheiße, wie hieß das nochmal? Und ouch! Und an diesem Punkt bin ich gerade angelangt. Ich weiß nicht mehr, wie der Saurier heißt. Ich komme nicht drauf. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Genau. Ich komme einfach nicht mehr drauf, wie der Saurier heißt. Also hier diese Fliegeteile, das sind Pterosaurus, meine ich. Hab ich, glaube ich, noch so im Kopf. Ich hoffe, das stimmt auch. Au, 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 au. Ja. Aber wie der mit den Hörnern heißt, weiß ich nicht. Stegosaurus hatten wir. Grafikfehler hatten wir. Ich weiß es nicht. Ich finde es gerade etwas beschämend, dass man... Eigentlich ist sowas ja eher Allgemeinwissen. Und dann kommt so der Punkt... wie hieß das nochmal? Krachbomb! Yeah! Nee, aber... Beim besten Willen, ich komme da nicht drauf, es fällt mir nicht ein. Naja, dann fahren wir halt mit Turbo hier durch. Das ist auch was Schönes. Ach ja. Naja. Mit 100 km/h fahren wir durch, brettern wir durch die Landschaft der Dinosaurier. Wie episch. Da, ich will wissen, wie der heißt. Mann. Mann, Mann, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich allerdings nicht mehr solche Probleme gegen Sam Sinister. Eieieiei, was ist denn hier los? Erinnert mich so ein bisschen an Snowboard, wie das Teil hier von den Wänden immer wieder abgesprungen ist oder, sag ich mal, die Kurve genommen hat. Die Kurve genommen hat, passt gut. So, und jetzt haben wir gleich auch unser erstes Bossrennen geschafft. Wir sammeln noch eben das letzte Item ein. Ein Traumdiskus! Und geschafft! Juhu! Wunderbärtig. Haha. Mit einer Bestzeit von 2 Minuten 30 Sekunden und 80 Hundertstel. Aber ich war so sicher, dass ich gewinne. Jetzt werde ich es nie schaffen, nach Xalax zu kommen und an der galaktischen Meisterschaft teilzunehmen. Hier. Nimm meinen Turbomotor. Ich brauche ihn nicht mehr. Ausrufezeichen. Klasse gefahren, Lego Sucks. Ich habe mich nun lange nicht mehr gemeldet. Aber du hast dir einen neuen Motor verdient. Du kannst ihn sicherlich brauchen. Er macht dein Auto viel schneller. Aber sei vorsichtig. Nimm dir in Sandy Bay etwas Zeit, um ihn auszuprobieren. Das werden wir machen, Chef. So. Weiter. Gute Arbeit, mein Freund. Du hast diese Welt geschafft. Ich wollte es abgeschlossen sagen. Jetzt solltest du nach Sandy Bay zurückkehren. Von dort aus kannst du in die anderen Lego-Welten reisen. Herrje, was es nicht alles gibt. Aber bevor das passiert, müssen wir nochmal speichern. Weil jetzt haben wir den Turbomotor bekommen. Und das seht ihr oben links auch. Denn jetzt ist über der 4, ist nicht mehr grau, sondern golden. Gülden.
wir haben 13 güldene Steine insgesamt bekommen und wir haben einen güldenen Motor. Das ist sehr ergötzend. Und hier an der Stelle speichere ich und hier wird der Part auch zu Ende sein. Und deshalb viel Spaß beim nächsten Mal bei LEGO Racers. Dann geht's nämlich zurück nach Sandy Bay und dann geht's ab in die nächste Welt. Tschüss, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschö, Spiel ist gespeichert.